Hallo zusammen, ich jetzt wieder, Talan, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute seinen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Mounts, die wir uns bei einem Move-Händler kaufen können und dazu befinden wir uns schon einmal hier in Iskara. Das ist einmal hier unten auf den Koordinaten 1450 im Azurblauen Gebirge und dort haben wir einen Rufhändler und der verkauft uns, wenn wir auf Ruhm 30 sind, nochmal zwei schicke Mounts. Auf Ruhm 25 hatten wir auch schon zwei Mounts uns angeguckt und jetzt gibt es quasi die gleichen Mounts, aber mit einer Rüstung drauf. Das heißt einmal gelber Kriegsotuk und einmal brauner Kriegsotuk und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und ja, eins gibt es dann, sobald ihr auf 30 sind, über eine Quest. Die könnt ihr dann euch einfach, die ploppt einfach hier auf. Bei Tato schimpft sich der, könnt ihr euch das erste holen. Und das zweite könnt ihr euch dann einfach kaufen gegen 1000 Ressourcen. Dann brauchen wir Wasserschlund 5-mal und Mastodonzahn 5-mal. Die können wir uns beide für wenige Gold im Auktionshaus kaufen. So, da haben wir sie uns jetzt einmal gekauft, beziehungsweise über eine Quest geholt. Ich würde sagen, die gucken wir uns beide mal an. Und danach erkläre ich euch noch, wie ihr am besten den Ruf hier so ein bisschen hochballert. Also, wo haben wir sie? Den Kriegsotuk. Genau, da haben wir sie. Und zwar einmal den braunen Kriegsotuk. Da haben wir das Nette. Hier auch mit einem Mount-Emote oder Mount-Special. Das ist das Erste. Und dann schauen wir uns auch noch den Zweiten an. Kriegsotuk. Und zwar den gelben. Und ich hatte ja auch schon erwähnt gehabt, beide diese Otuks gab es schon auf Ruhm 25, aber dort halt, ja, in der, zwar in derselben Farbvariante, aber ohne Rüstung. Und jetzt gibt es halt einfach hier nochmal diese nette Rüstung mit oben drauf und es sind auch nochmal zwei Mounts mehr. Gut, soviel zu den Mounts. Dann eine kleine Erklärung, wie ihr am besten den Ruf farmt. Das Ganze könnt ihr natürlich wie bei den meisten anderen Fraktionen so machen, dass ihr hier die Main-Quest-Reihe spielt und auch die ganzen Side-Quests. All the Things ist dann ein schönes Add-on, das euch alle möglichen Side-Quests anzeigt. Da könnt ihr euch die am besten holen. Dann relativ basic Stuff. Ihr könnt natürlich jeden Tag, nicht jeden Tag, zweimal die Woche ist es ja mittlerweile, die Daily-Quests erledigen für die Tusker der Iskara. Da gibt es auf der ganzen Dracheninsel verschiedene Daily-Quests. Dann habt ihr zwei Angellöcher, die ihr freischalten könnt. Die switchen immer. An den Angellöchern gibt es immer ein bis zwei Daily-Quests, die ihr täglich absolvieren könnt. Bei mir ist zum Beispiel hier gerade eins. Hier beim Eisloch gibt es eins. Dann hatte ich auch hier oben schon mal eins gehabt, hier etwa. Und in der Lava hier unten gibt es auch eins. Da müsst ihr einfach auf der Map schauen, wo die sind. Die Daily-Quests erledigen. Dann könnt ihr bei den Angellöchern alle möglichen Fische abgeben. Ich denke, es waren 5 oder 6 verschiedene. Die könnt ihr einmal die Woche abgeben und kriegt jeweils 100 Ruf. Beziehungsweise für die grünen Fische gibt es sogar 200 Ruf. Und danach könnt ihr sie so oft abgeben, wie ihr wollt. Kriegt aber nur noch 5 Ruf. Für 20 Fische muss man sich überlegen, ob es das wert ist. Da gibt es übrigens auch ein Achievement, wo ich auch schon ein kleines Video gemacht habe. Dann können wir ein paar Rares täglich umhauen und zwar hier hinten in der Brackenfellhöhle gibt es 4 Rares, die spawnen immer 10 Minuten auseinander. Heißt um zum Beispiel um 12 Uhr, um 12.10 Uhr, 12.20 Uhr, 12.30 Uhr, 12.40 Uhr und so weiter. Ne? Also alle 10 Minuten spawnt einer, jeder bringt 50 Ruf. Dann könnt ihr an diesen Angellöchern, wenn ihr ominöse Muscheln habt, diese Muscheln reinschmeißen und dann spawnt ihr quasi einen großen Lunker oder großer Oschi im Deutschen. Und das kann dann auch sein, dass ein Rare Spawn, da gibt es 3 verschiedene, die könnt ihr auch täglich umhauen, bringt auch jeder 50 Ruf. Da gibt es so einen Wassertropfen, eine Hydra und einen Frosch. Also wenn ihr jeden täglich umhauen wollt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr in Gruppen geht und zwar hier unter Benutzer definiert reingeht und dann Lunker eingebt. Und dann sind oft so Lunkergruppen drin. Da gibt es dann auch ganz gut diese Münzen, die wir dann auch wiederum für ein anderes Mount brauchen können. Genau, also das sind so die Optionen. Und als allerletztes, was könnt ihr noch machen? Ganz klar, das große Festmahl. Und zwar können wir da, oder Community Feast, ihr seht, ich habe auch eine Wiegaura dafür. Das ist alle 3,5 Stunden. Und da kann man dann einfach so kleine Tasks machen. Jede Task bringt 25 Ruf. Quasi Solo-Tasks bringen dann 40 Ruf. Und wenn es gut läuft und hier wenige Leute sind, kriegt ihr mehr Tasks. Heißt, wenn ihr im Warm-Mode dran seid und oder zu späten Uhrzeiten, wo nicht mehr so viele Leute das machen, gibt es dann tatsächlich mehr Aufgaben. Und dann könnt ihr ja zwischen 300 und teilweise 600, 700 Ruf pro Community Feast erwirtschaften. Das geht dann eigentlich schon ganz gut ab. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, diese Angelausrüstung, die ihr euch ja angeln könnt, wenn ihr die komplett abgegradet habt, bei dem Kollegen da hinten, könnt ihr diese Dinger auch für Ruf abgeben. Da das aber so lang dauert, das Zeug rauszuangeln, ist das kein valider Weg, um quasi Ruf hochzufarmen. Aber theoretisch kann man damit auch Ruf farmen. Und das Letzte, was wir dann noch machen können, es gibt auch Kisten, die ihr hier im Gebiet fangen, oder nicht fangen, sondern finden könnt. Und dort haben wir dann einmal so Totem-Sachen drin. Wo haben wir es denn?
Heiliges Tuska-Totem, das könnt ihr abgeben für 15 Ruf. Was ich empfehlen kann, hier unten gibt es ein kleines Lager und da sind relativ viele von den Kisten. Da habe ich immer ein bisschen Server gehoppt, ein paar Kisten gefarmt. Das ist eine relativ gute Möglichkeit, hier zu farmen. Gut, dann sind wir auch am Ende mit dem kleinen Toy Guide bzw. mit der Erklärung, wo ihr den Ruf herbekommt, um die Tuska der Eskara auf 30 zu kriegen. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.